Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit mir, The Backhof. Ich bin jetzt unten an der Gondelstation, Seilbahnstation Furi, 1900 Metern. Und das Ziel ist jetzt hier zum Riffelberg aufzusteigen. Und zwar über einen speziellen Weg durch den Gletschergarten am Gorner Gletscher. Ja, ich bin jetzt noch viel zu warm angezogen, leider. Ich war nämlich vorhin oben auf dem Gletscher, hab da noch ein anderes Video gemacht und mach das jetzt hier dann auch. Und hier geht jetzt eben der Weg dann erstmal hier zu den Wegweisen, dann schauen wir, wo es lang geht. So, da unten ist Furi. Hier geht es jetzt in den Gletschergarten hinein. Da ist eine Hängebrücke, die schwankt auch ordentlich. Ja, das ist ja lustig. Hoffentlich lasse ich jetzt nicht die Kamera fallen, das wäre jetzt nicht so gut. Hier unten ist jetzt die Gornerschlucht. Dort. Hallo. Ah, es schwankt auch echt ordentlich hier die Brücke. Das ist schon ziemlich lustig. Und hier unten ist die Schlucht. Da geht es lang. So, hier sieht man nochmal den Blick rüber nach Furi zum Tal und dann hier rüber in die andere Richtung. Es war auch echt so, dass hier bis zu diesen Bäumen hier vorne früher der Gorner Gletscher tatsächlich gegangen ist. Also eine echt krasse Sache hier. Bis 1859 oder so in der kleinen Eiszeit gab es hier einen Gletschervorstoß. So, hier ist die andere Seite, da geht dann hier der Weg weiter, rechts durch den Gletschergarten durch. Ja, hier ist das Wasserkraftwerk von der Gornacher, der Gornerschlucht. Also hier will man besser auch nicht reinfallen. Der Weg geht jetzt dann hier weiter und dann links hier hoch in die Richtung ist dann Riffelberg, da geht das dann weiter. So, jetzt bin ich hier etwas höher. Der Weg geht jetzt halt hier recht steil in Serpentinen durch diese Platten durch, die halt der Gorner Gletscher auf seinem Vorstoß hier sozusagen glatt geschliffen hat. Das ist eigentlich ein ziemlich interessanter Weg hier. Da sieht man es ganz gut hier, diese abgeschliffenen Platten. Geht das hier durch im Zickzack. Jetzt sind wir gerade noch hier eine Waldzone. Das links ist jetzt hier eine Arbe oder Kiefer und rechts haben wir eine Lärche. Das ist hier so ein bisschen Mischwald aus Arben und Lärchen. Und wir gehen dann rechts über so eine Rampe im Prinzip zwischen zwei Felsbereichen durch zur Baumgrenze und dann geht es mal relativ flach dann zum Riffelberg. Das ist jetzt hier der weitere Wegverlauf. Jetzt habe ich die Baumgrenze erreicht. Ah, es ist echt warm. Ich glaube im Tal unten hat es 30 Grad in Zermatt. Es ist sicher immer noch 26, 25 Grad. Ich bin da viel zu warm für angezogen jetzt hier noch. Tja, ist natürlich jetzt nicht ideal. Okay, so hier ist der Weg zur Riffelalp. Runter, da geht es zum Riffelberg. Hier. Stark. So, hier ist das Galgenhaupt, der Mitnahme.